Hallo Leute, in den letzten Wochen und Monaten habt ihr das bestimmt ein bisschen häufiger auf YouTube gesehen. Und zwar geht es um das Thema Harzlöser, gerade bei Sägeblättern. Grund zum Anlass für dieses Video ist, dass wir dieses Produkt jetzt halt eben auch im Sortiment aufgenommen haben. Das heißt, wenn ihr einen Harzlöser haben möchtet, dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Wir haben das halt eben jetzt in unserem Sortiment, könnt ihr bei uns bestellen. Ich habe hier auch, denke ich mal, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich habe hier Querschnittsägeblätter, die maximal dreckig sind und maximal wenig benutzt werden, weil sie halt eben so dreckig sind. Wie gesagt, genau die gleichen Sägeblätter, jeweils 60 Zähne. Und gerade bei diesem Blatt hier sieht man, das ist brutal dreckig. Also so würde ich damit eigentlich gar nicht mehr richtig schneiden, weil das hat zu viel Material auf den ganzen Zähnen, das ist nichts mehr. Hier sollte man sich vielleicht erstmal die Frage stellen, lohnt es überhaupt noch, mein Sägeblatt zu reinigen oder soll ich es direkt zum Schärfdienst geben? Bei hier diesen Sägeblättern bin ich ein bisschen zwiegespalten. Wenn man den Test mit dem Fingernagel auf dem Sägezahnkopf macht, dann merkt man, dass man da nicht mehr so wirklich einhakt. Bei frisch geschliffenen Sägeblättern ist es so, dass wenn man das bei den frisch geschliffenen Sägeblättern macht, dass man da wirklich so ein bisschen einhakt und sich so ein bisschen den Fingernagel verkratzt. Das ist bei diesen hier nicht mehr der Fall, weswegen ich jetzt hier auch keinen Vorher-Test machen werde, wie die schneiden. Denn ich weiß, als ich das letzte Mal was mit denen geschnitten habe, waren die wirklich nicht mehr viel, weswegen sich teilweise die Stücke so ein bisschen verkeilt haben beim Sägen. Deswegen seht es mal nach. Ich will nicht, dass mir die ganzen Stücke durch die Werkstatt fliegen. Deswegen werden wir die direkt sauber machen, dass wir gar keinen Vorher-Effekt haben. Aber ich kann es euch sagen, man sieht es ja auch, die sind maximal dreckig. Deswegen mal das halt eben jetzt nicht riskieren. Das ist mir auch einfach für mich zu unsicher. Wir werden jetzt mal mit dem dreckigen Säge... Beziehungsweise, nee, man müsste die Spannung oben halten. Wir werden mit dem nicht ganz so dreckigen Sägeblatt anfangen. Je nachdem, wie gut das halt eben funktioniert, mache ich alle anderen Sägeblätter auch gerade einmal sauber. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Am Anfang habe ich mir überlegt, komm, ich baue mir so einen praktischen Halter für dieses Sägeblatt, wo ich das reinlegen kann und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust, Projekte zu bauen, die ich eigentlich gar nicht bauen will, um nur ein Video zu machen. Man kann auch ganz genau einfach ein Stück Kartonage nehmen, dann nimmt man das später und wirft es einfach komplett weg. Ich habe nämlich sowieso so viel Kartonagereste, weswegen wir das einfach hier drauf einmal machen werden. Ich habe hier einen Pinsel, der ist eh dreckig, den werde ich jetzt dafür einfach opfern. Ah, ist die stumpf. Boah, ich habe mir mal frische Cuttermesserklinge im Moment. Ey, die sind aber ganz schön stramm. Was ist denn das so? Also als kleiner Funfact, ich bin hier nicht im Moralapostel, ich bin hier definitiv nicht derjenige, wo man sich immer ein Beispiel dran nehmen kann. Ich habe mal meine komplette Hobelmaschine mit so einem Zeug hier sauber gemacht, schön mit dem Becken, dann hier zicki zicki zacki. Das ist leicht ätzend, beziehungsweise es ist ätzend. Das habe ich auch später gemerkt, als meine Finger ganz komisch wurden. Deswegen zieht da ruhig mal Handschuhe an. Und nehmt euch, was sowas angeht, kein Beispiel von mir. Und ich muss ehrlich sein, ich finde es schon krass. Boah, was? Hä, das geht so schnell. Hä, ich habe das gerade hier drauf gesprüht und schon funktioniert das. Ui, das geht aber echt schnell. Ich habe natürlich gelesen, dass das so schnell geht, aber dass es so schnell geht, ist schon krass. Jetzt drehen wir das Blatt einmal rum. Boah, das ist ja wohl krass, dass da so schnell die Suppe von runter geht. Das ist ja der Wahnsinn. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass es doch so krass gut funktioniert. Aber ich bin ja an der Stelle ganz ehrlich mit euch. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier wieder größerer Aufriss. Das ist sagenhaft. Das ist ja mal maximal geil. Ich hau da jetzt ein bisschen Universalöl drauf, um das Sägeblatt auch dann noch ein bisschen gegen Rost zu schützen. Alter, das sieht aus wie neu. Was ist denn das für krankes Zeug? Das ist ja mal brutal. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Wir haben hier noch einen weiteren Härtefall. Da sieht man hier schon überall schön die Verschmutzung. Da werden wir das jetzt auch mal wieder ausprobieren. Das wird auch direkt so ganz komisch dunkel. Das ist ja der Wahnsinn. Ich lasse es hier jetzt aber trotzdem kurz einwirken, weil das doch ein bisschen extrem ist. Beziehungsweise das braucht es eigentlich gar nicht. Ist das eine Suppe? Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn. So, da lasse ich es jetzt kurz einwirken. Da geht es noch nicht so gut ab. Ich drehe das jetzt noch einmal rum. Dann mache ich die andere Seite. Nochmal. So, jetzt kann ich die andere Seite final machen. Ey, das ist super gut. Das funktioniert maximal gut. Einfach abgewischt. Das sieht aus wie neu. Und das Geile ist hier, das hier ist auf keinen Fall neu, aber hier sieht man noch so ein bisschen. Hier habe ich mal einen Zahn verloren. Der hat der liebe Sascha an deiner Schleiferei wieder angelötet. Das Sägeblatt kann ich deswegen dann auch nur noch weiter benutzen. Und jetzt sieht es wieder aus wie neu. Sagenhaft. Ich bin ehrlich mit euch, das macht ein bisschen süchtig. Weil ich habe so viele Sägeblätter, die maximal dreckig sind und nicht mehr gut schneiden.
Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das so extrem ist. Komm, jetzt machen wir es mal beim nächsten. Ich hole euch mal ganz nah ran, dass ihr das richtig gut seht. Bei dem Blatt hier geht es jetzt noch, das war nicht so dreckig. Ich drehe es jetzt erst einmal rum, dann mache ich die andere Seite. Und jetzt zeige ich es euch mal an der Stelle, wo ich es jetzt hier sauber gemacht habe. Da ist absolut kein Schmutz mehr drauf. Das ist komplett blank. Dieses Querschnittsägeblatt hier benutze ich am meisten. Damit schneide ich alle Querschnitte, auch gerade im Hartholz, bei meinen Stirnholzschneidebrettern. Und das mache ich jetzt auch mal sauber. Das hier hat schon echt viel auf die Ohren bekommen. Wir fangen jetzt mal hier innen an, weil hier ist auch überall sehr viel Schmutz. Hammerhart. Also das da ist Wahnsinn. So, hier lasse ich es noch kurz einwirken und dann mache ich in der Zwischenzeit die andere Seite. Das reagiert auch so ganz krass mit dem Schmutz hier drauf. Was halt hier jetzt auch krass zu sehen ist, die Kartonage, die löst sich schon so richtig auf. Also das Zeug hier ist wirklich nicht ohne, muss man sagen. Ich habe jetzt gerade alle Sägeblätter mit dem Öl eingerieben. Da reibe ich den Überschuss gerade einfach ganz simpel runter. So, jetzt drehe ich es einmal, das mache ich noch auf der anderen Seite. Gleich machen wir den Extremtest, aber ich habe gerade mal, nachdem ich alle Sägeblätter weggeräumt habe, hier bei diesem, was ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, was jetzt wieder wunderbar sauber ist, ich habe gerade mal den Fingernageltest gemacht und, was soll ich sagen, bei manchen Zähnen bleibe ich schon eher wieder dran hängen. Es kann jetzt sein, dass vielleicht manche nicht ganz so stumpf sind, aber im Schnitt sind die schärfer. Also ich kann es noch nicht genau sagen. Ich bin gespannt auf den Test, den wir gleich machen werden. Wir werden jetzt aber einmal noch, wie gesagt, den Extremtest machen bei dem ganz, ganz dreckigen Sägeblatt. Ich habe übrigens im Hintergrund, ihr habt ja gerade ein paar gesehen, ich habe alle einmal sauber gemacht. Die sehen aus wie neu. Das ist der helle Wahnsinn. Und die hier sind tatsächlich nicht nur perfekt sauber. Wir haben noch ein paar Dreckeinschlüsse, aber das ist viel, viel besser als schon vorher. Da müsste ich theoretisch jetzt nochmal drüber gehen. Das ist aber okay so. Da werden wir gleich den Test machen. Wir reinigen jetzt aber, wie angesprochen, erstmal noch das andere Sägeblatt. Also ich denke, ihr könnt es hier ganz gut erkennen. Ich werde jetzt mal den Harzlöser hier drauf sprühen und da sieht man auch schon direkt, wie sich das verfärbt. Ich glaube, bei dem hier muss ich ein bisschen mehr reiben. Ich würde das jetzt erstmal leicht verreiben. Ey, das ist der Wahnsinn, der Dreck ist direkt schon jetzt weg. So, das lasse ich jetzt noch kurz einwirken. Ich mache jetzt erst die andere Seite. Also das Zeug ist schon stramm, das muss man sagen. Aber genauso gut funktioniert es halt auch eben. Jetzt alles einmal abreiben, erstmal grob. Alter, das Tor ist brutal. Der Unterschied hier ist jetzt schon gigantisch, also absolut genial. Ihr seht, das war nämlich auch schon einmal beim Schärfdienst. Und da habe ich, glaube ich, gar nicht mal so viel mit geschnitten. Kommt da noch ein bisschen Öl drauf. Dieses Sägeblatt werden wir jetzt auch direkt einmal einbauen und dann können wir es gleich ausprobieren. Leute, was soll ich sagen? Das Ergebnis liegt hier vor mir. Ich hole euch ein bisschen näher ran. Das Ergebnis ist gut geworden. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Einen Moment. Ich denke, hier haben wir jede Menge Schnittfläche, an der man... Ich denke, dass wir es hier gut erkennen können. Wir haben hier jede Menge Schnittfläche, weil es ja ein Stirnholzschneidebrett ist. Und wir haben eigentlich gar nichts, was irgendwie eine Verbrennung zeigt. Dass das Sägeblatt irgendwie heiß gelaufen ist an dem Holz. Das sind alles wunderbare Schnitte. Die Ausrisse sind auch wirklich so gut wie minimal. Das spielt hier gar keine Rolle. Da hatte ich mit einem etwas frischeren Sägeblatt, was nicht ganz so viele Zähne hatte, hatte ich schlechtere Ergebnisse. Das hier ist wirklich ein Top-Ergebnis. Ich habe hier auch extra mal so ein kombiniertes Schneidebrett auch extra aufgeschnitten. Das ist die Oberkante, das hier ist die Unterkante. Die ist mehr als in Ordnung. Also für ein Stirnholzschneidebrett ist das wunderbar. Wäre das hier eine normale Möbelkante, müsste man hier einfach, ich gehe mal einfach mit dem Finger drüber,
Da seht ihr, da habe ich mit den Fingern jetzt schon hier diese feinen Späne gelöst. Das ist ein Top-Ergebnis. Hier habe ich gerade noch eine kleine Reihe an Stirnholzschneidebrettern auch fertig geschliffen auf den Stirnholzseiten. Aber worum es ja geht, sind die Kanten. Das hier ist eigentlich so fast die einzige Stelle, wo wir eine leichte Brandstelle haben. Und mit einem 60-Zähne-Blatt hier im Längsholz ist das auch ein Top-Ergebnis. Das wird ja sowieso noch geschliffen. Das sieht echt gut aus. Also auch hier eine kleine Stelle. Das ist aber vertretbar. Also ich kenne es von anderen Blättern, dass das extremer ist. Ich habe noch ein bisschen Arbeit in der Werkstatt. Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Ich denke, wir haben einen guten Preis, was diesen Ballistol Harzreiniger angeht. Wie gesagt, schaut euch das Ganze einmal an. Generell haben wir auch super viele Produkte neu im Onlineshop. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Testen.